Weiter geht es mit Dishonored 2. Wir sind hier auf dem Schiff und gucken uns hier noch so ein bisschen um. Du tötest ohne Sinn und Verstand. Okay. Mordest ohne Gewissen. Dieser Pfad wird dich in die Irre führen. Okay, das heißt, wir sollten damit aufhören. Ist es Fluch oder Segen, nach dem Tod in der Welt zu bleiben? Ob hier Haie im Wasser sind? Oh, na toll. Ich hänge fest. Wir sollten vielleicht erst kurz Luft holen. Sehr gut. So macht man es nicht. Und nochmal. Jetzt nochmal in schön. Da haben wir die Rune. Und oh. So. Ah ja, eine Rune, beziehungsweise jetzt haben wir zwei, bringt uns noch nichts. Gehen wir erstmal zurück zum Schiff. Und gucken mal, ob wir hier noch was finden. Vielleicht haben wir hier was übersehen, weil wir sollten ja auch diesen einen Raum hier öffnen. Ah, mal gucken, was wir noch so finden. Verflucht sein, der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. Okay. Da haben wir wieder was zu lesen. Ich habe das übrigens jetzt mal im ersten Part gemacht, bei dem ersten Schriftstück. Ich habe das vertont. Mit Glück drehen die Heuler gerade ein Ding. Wenn das ankommt, wenn das in Ordnung ist, dann werde ich das wahrscheinlich auch weitermachen für den Rest. Aber dazu muss ich erstmal so ein bisschen auf Feedback warten. Gut. Ich bräuchte ein Brecheisen. Ne? Wenn Sie reden wollen, erzähle ich, was ich weiß. Ja, machen wir auch noch, aber erstmal gucken wir uns hier um. Kapitel 4, die Einleitung. Sehr gut. Ich fange auch immer mit Kapitel 4 an. Das macht das Ganze spannender. Was gibt's hier? Durch diesen Wachturm ist das Eddermeyer-Institut nur über die Bahnstation erreichbar. Okay. Sokolov Steel. Das ist Delilah. Anton hat es vor seiner Entführung gemalt. Sie kennen sich, aber viel mehr weiß ich nicht. Dann sollten wir vielleicht mit Anton reden. Was gibt's denn hier? Armbrustbolzen. Die nehmen wir natürlich mit. Gibt's hier noch irgendwas, was mich interessieren könnte? Oh, durchaus. Notizen über Blutfliegen. Blutfliegen. So, jetzt hat sie auch keine Blutfliegen mehr. Liebste Emily, oder sollte ich sagen... Moment. So. Eure kaiserliche Majestät? Ich vermisse den alten Sokolov und seine Reiseberichte. Er war sogar in Pandissien. Es geht um die Morde überall im Reich. Begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Crystal vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaka habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine ihnen und ihrem Vater entrissen wurde. Und nun
könnten Sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für Ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. Megan ist also böse. Gut zu wissen. Hatten wir das schon? Ach, ich weiß es nicht. Also werden wir erst mit ihr reden und sie dann töten. Na gut, gucken wir mal, was hier noch so rumliegt. Wir waren 2 Wochen auf See. Ja, das ist ich schön. Hoffe, Sokolov geht es gut. Du hast doch irgendwas mit der Scheiße zu tun. Und ich meinte nicht die, die da drin lag. Aha, aha. Gut, gut, gut. Noch irgendwas? Nichts drin. Perfekt. Armbrustbolzen nehmen wir natürlich auch mit. Ich bräuchte ein Brecheisen oder sowas, um die Tür aufzumachen. Ein Topf im Topf. Gibt's hier oben noch was? Sieht jetzt erstmal nicht so aus, außer Licht. Gut. Viele hättest du verschonen können. Warum hast du es nicht? Okay, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Tür aufkriegen soll. Kommen wir da irgendwie anders rein? Von der Höhe ist hier vielleicht eine Luke nach unten? Oder ein Fenster offen? Ha. Perfekt. Gott, ist das hier vollgestellt. Ein bisschen Geld, Geld ist immer gut. Oh, Moment. Hatten wir das jetzt komplett? Ja. Ich will das Brett wegmachen. Okay, ich sollte einfach schlagen. Alles klar, Kabinentür haben wir auch aufgemacht. Ist hier hinten vielleicht noch mehr, was ich nicht gesehen habe? Noch eine Kleinigkeit versteckt für uns? Sieht nicht so aus. Schade eigentlich, aber okay. Dann reden wir jetzt mit Megan und bringen sie um. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte sie warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden, Korruption, Straßengewalt. Sowas passiert nun mal und normalerweise kümmert sich die Obrigkeit darum. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen, aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall, aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Adamaier-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler.
Edda Meyer war vor Jahren in Solarium. Ich gehe rein und beseitige den Kronenmeuchler. Vielleicht hilft mir die Alchemistin ja. Vielleicht auch nicht. Sei es drum, ich versuche mehr über Sokolov zu erfahren. Ich würde ja Glück wünschen, aber mein Glück wollen Sie nicht. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Das Problem ist, sie ist der Captain. Ich kann sie nicht einfach töten. Ich verstehe, warum du sie magst. Ich mag sie nicht. Sie ist fast so verschlossen wie du. Ich kann sie überhaupt nicht leiden. Warum war ich hier drin? Ach ja, das ist unser Zimmer. Alles klar. Sie wirkt auf mich wie ein einarmiger Bandit. Wieso haben so viele so wenig getan? Es sollte nie so weit kommen. Selbst ohne Augen sehe ich so viel von der Welt. Einst waren fast alle Dinge verborgen. Okay, dann reden wir nochmal. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Moment. Noch nicht ganz. Alles klar, Sie sind dran. Ich muss erst gucken, was passiert, wenn wir sie umbringen. Okay. Hat wohl nicht so funktioniert. Aber er hat doch ihren Namen gerufen zum Schluss bei dem Audio-File. Nun gut, dafür haben wir gespeichert. Wir benutzen das Beiboot. Zeit, in die Stadt aufzubrechen? Bereit. Die Stadt hat sich sicher verändert. Dann nichts wie ab. Noch einmal, mein Freund. Alles klar, und damit kommen wir in Kanaka an. So, ich bin gespannt, was uns hier erwartet und vor allem wie viel. Und wie gesagt, diesmal versuchen wir das Ganze auch leiser. Na dann, schauen wir mal. Nach Erdameyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Ich kannte den alten Herzog Theodanus. War ein guter Mann. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich kann auf mich aufpassen. Hier sieht's ganz gut aus. Im Erdemeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag Sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Gut. Deine Taten beeinflussen deine Umgebung. Willkommen in Karnaka, Fremder. Okay, dann sollten wir nicht so viele töten. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Nein, steht nicht im Register. Vielleicht ein neuer Importeur aus Mord. Hey, wir sind nur 20.000 wert. Und wenn sie dann immer noch da ist. Okay. Heute lande ich wohl in der Kneipe. Ja, das denke ich mir auch öfter. Dreckige Blutfliege. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hey, guten Tag. Hey. So,
Gut. Dann gucken wir mal. Und wer darf's aufräumen? Ich natürlich. Wie immer halt. Mhm. So viele Menschen hier. Kommen wir hier hoch? Na, ja, müssen wir einzeln gehen, aber es geht. Für meinen Lohn eine Flasche Whisky und versuch mein Glück beim Würfeln. Sollte ein paar Blutfliegen uns aufhalten? Bin dabei, aber bewegt euch langsam. Hat er heute wieder den. So, dann gucken wir mal nebenbei noch, was das Herz sagt. Ich will raus aus der Stadt. Das ist doch gut. Das ist eine riesige Welt. Alles von den nördlichen Ufern bis hier nach Kanada. Ich sehe auf die andere Seite der Lichtwand. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Wenn du genau wie ich aus der Stadt raus willst, dann ist das unsere Chance. Nein, wir werden mich alle nicht sicher. Diese Stadt. Serkonische Mitbürger, bejubeln wir die Krönung unserer neuen Kaiserin Delilah Corbin der Ersten und die Bevölkerung. Schwere Zeiten unter dem Herzog und seiner Garde. Man muss auf alles gefasst sein. In den drei Tagen nach der Rückkehr des Herzogs werden alle. Nicht so gierig sein. Warum sollte ich dir Geld geben? Ah. Oh, wie nett. Scheiß Gutmütigkeit. Wenn Sie an der Lichtwand vorbei wollen, gibt's da einen Weg durch diese blutfliegenverseuchte Wohnung. Sie kommen dann auf der anderen Seite vom Posten der Garde raus. Ah, oh, gut. 5 Münzen, die sich doch irgendwo gelohnt haben. Bist sie selbst mal arm dran? Ich bin arm dran, mein Freund. Ich bin arm dran. Betäubungsbolzen, das gefällt mir. Die können wir bestimmt gebrauchen für irgendeinen Scheiß. Ich habe Schreckliches gesehen. Diebe. Die ein Kind schlagen. Blut fliegen. Deine blutbefleckten Hände. Ein Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Komm her. Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Okay. Ich heiße Mindy Blanchard. Und die Maske sagt mir, dass du an Orte gehst, wo du nicht hingehörst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Hilfst du mir? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Ich soll dir eine Leiche bringen? Was steckt dahinter? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich überleg's mir. Okay, klingt cool, aber ich will deinen Arsch nicht kratzen. Ich würde nicht mal dein Gesicht anfassen. Genießen Sie die Luft. Ich verkaufe hier keinen fermentierten Hai. Okay. Ein neuer Kunde. Mit Geld, nicht wahr? Korrekt. Was gibt's denn hier? Die Neuigkeiten sind wohl nicht so gut. Die sollten es wie ich machen. Einfach nicht lesen. So, was kannst du denn hier kaufen? Verbesserung oder Ausrüstung? Wir gucken mal bei Verbesserung. Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung.
Schnelleres Nachladen. Fliegen schneller und weiter. Treffgenauigkeit wird erhöht. Okay. Kann ich die denn selber bauen? Ach nein, ich habe das einfach schon. Okay. Ich muss mal schlafen. Also die Genauigkeit würde ich schon nehmen. Sie werden es nicht bereuen. Und die Reichweite. Die Hand drauf. So, jetzt will ich aber gucken, was es hier noch bei Ausrüstung gibt. Okay. 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 Und was gibt's hier noch? Kostet uns 250. Ist halt die Frage, ob sich das dann lohnt. Und die Rune kostet 400. Die Rune werden wir wahrscheinlich kaufen müssen. Oder kann man hier unendlich davon kaufen? Ich würde sagen, wir heben uns die Rune auf. Wir kaufen das Ding. War mir eine Freude. Oh, es scheint dann weg zu sein. Wir kaufen Narumin. Sicherheitshalber, vielleicht kann man es gebrauchen. Die kaufen wir auch. Granaten haben wir. Betäubungsfeil kaufen wir noch einen. Und dann holen wir uns das. Ja gut, gibt es also wirklich nur einmal in diesem Laden. Alles klar. Was brauche ich denn für die Verbesserung? Ich hätte ein 600. Paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Ich sollte nicht mit Fremden handeln. Okay. Ist es Fluch oder Segen, nach dem Tod in der Welt zu bleiben? Kenne ich diesen Ort? Kann ich Wissen anbieten? Ich weiß nur, dass ich müde bin. Mehr nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier hinten nochmal raus. Moment. Sagen wir, markieren die mal und gehen mal gucken. Okay, hier scheint gerade niemand zu sein. Wir stecken trotzdem die Waffen weg, wenn wir schon rausgehen. Du tötest ohne Sinn und Verstand. Mordest ohne Gewissen. Dieser Pfad wird dich in die Irre führen. Drakonische Mitbürger, so, während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Das Eddermeier in der Ferne. Alles klar. Rühren Sie sie nicht an. Versuche, die Begräbnisriten des Jedermannsordens durchzuführen. Was können wir denn für Kräfte erwerben? Kräfte. Können wir überhaupt schon was erwerben? Oh, wir haben 4 Stück. Erhöht die Reichweite. Und die Zeit hält an. Ich würde gerne die Zeit nehmen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wenden Sie sich umgehend an die sarkonische Garde. Ja. Es gibt hier mehr als nur Korruption und Leid. Verzweifle nicht. So, da gibt es noch hier auch Gutes. Ein Fragment. Das holen wir natürlich auch. Blutfliegennester zerstören. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt alle Nester hier drinnen zerstören. Versorgt, eindeutig.
Als ich klein war, haben wir immer Steine auf die Nester geworfen. Geh langsam und halt Abstand. Kinder leicht. Okay, aber ich brauche das Artefakt. Oh, 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 oh. Wir speichern kurz. Machen das Nest kaputt und töten die Fliegen. Perfekt. Hier haben wir noch eine Kasse. Nehmen wir natürlich auch mit. Oder auch nicht, weil nichts drin ist. Nun gut. Über uns. Ah, das Essen heben wir uns auf. Na gut, hier ist nichts mehr. Dann plündern wir die Dame. Oh, wir können keine weiteren Elixiere tragen. Okay. Können wir das hier kaputt machen? Nee, scheinbar nicht. Na gut, dann gucken wir mal hoch. Wahrscheinlich sind hier noch 30 Nester. Oh mein Gott. Wir sollten nochmal speichern. Sicher ist sicher. Okay, haben wir auch. Wo ist jetzt das Ding? Oh, da drinnen. Super. Alle erwischt. Wunderbar. Nicht kaputt. Und ein neues Artefakt. Ein paar Münzen gekriegt. Wunderbar. Brandbolzen. Sehr schön. Gut, gut, gut. Möchte ich da durch? Komme ich da durch? Sieht jetzt nicht so aus. Nö. Ich habe gerade nur die komischen Fliegen verrückt gemacht. Wunderbar. Aber wir gucken trotzdem noch höher. Wer weiß, was es hier noch in dem Haus gibt. Geld. Drogen. Okay. Macht ihr euch weg? Hier fliegt doch noch was um mich rum. Blöde Fliege. Hm. Na gut, solange sie uns in Ruhe lässt, bitte. Pistole haben wir. Pistolenkugeln brauchen wir nicht. Das ist übrigens das verseuchte Haus, wo wir durch müssen, was uns der Bettler erzählt hat. Denke ich mal. Das ist sehr weit weg. Okay. Haben wir hier noch was? Geld? Oh, negativ. Dann gucken wir weiter. So, das Nest ist kaputt. Die fliegen auch. Okay, hier sind noch mehr Fliegen. Auf! Gut. Was haben wir da noch? Okay, 10 Münzen. Nehmen wir natürlich mit. Noch irgendwas? Geld? Kein Geld? Mal gucken, was es hier noch so in dem Haus gibt.
wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Aber es wird halt auch Sachen geben, die ich einfach übersehe. Das halbe Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast auf den Kampf, wenn sie mich erwischen. Perfekt. Wir sind immer noch voll. Und ist eine Wache. Ob wir die von hier aus mit der Armbrust treffen? Speichern, testen. Ja, ich muss noch viel testen, aber was soll's. Nicht zappeln. Bim. Perfekt. So macht man es nicht. Okay, gehen wir erstmal so weiter. Ich muss noch meine Schicht durchhalten. Dann nach Hause und Füße hoch. Kann man das Ding da irgendwie abschalten? Huch. Yep, können wir. Gut. Dann gucken wir weiter. Oh Gott, da sind gleich drei Stück. Oh, die kämpfen mit Fliegen. Scheint Spaß zu machen. Oh, sie haben es geschafft und nur einen verloren. Was war das? Das war gar nichts. Kommen wir von hier da drüben hin? Absolut nicht. Du verdammte Ratte. Hörst du mich? Ich hab dir was? Ich komm da nicht hoch. Muss ich erst hier hin? Wenn du mich verpfeifst. Dich gewarnt. Bitte, ich musste es tun. Okay. Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. Nein. So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar, war zu schnell für uns. Ich muss pinkeln. Hey, wie läuft's da oben mit der Windmühle? Alles klar? Den habe ich gar nicht gesehen. Keine Sorge, sie dreht sich. Genug Elektrizität da. Gut, gefällt mir besser als die Walöltanks zu benutzen. Der Wind geht nicht aus. Na, das sagt er jetzt. Solange die Windmühle funktioniert. Die gehen auch oft kaputt, nur eben anders. Und sie überlasten manchmal auch. Okay. Wenn der Wind zu stark wird? In einem Sturm? Genau. Wenn das passiert, willst du nicht zu nahe an der Lichtwand stehen. Ja, das wäre ungut. Gut, alles klar. Wie wir das Ganze hier lösen, gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dahin.